So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Ich laufe gerade zu den Mülltonnen, wieder mal Müll wegbringen. Ich habe diese super Box, diesen super schönen Karton von K-Ramen EU, Love for Noodles. Und frage mich gerade, wofür steht K-Ramen eigentlich? Würde da T-Ramen stehen? Das ist ja wie Türrahmen, ne? Obwohl du Rahmen dann wieder anders schreibst. Was ist denn K-Ramen? Kopfrahmen. Müsste A-Ramen stehen, das sind doch Asia-Nudeln, also Asia Ramen. Das klingt schon fast wie mein Wrestlername. Asia Ramen versus Braun Strowman. Ich bringe jetzt auf jeden Fall diesen sinnlosen Karton weg nach diesem sinnlosen Intro. Und dann möchte ich gerne die Zygarde-Forschung zeigen, lösen, mein Zygarde abholen. Und am liebsten würde ich einen Zygarde-Lucky-Trade machen. So, wir sind jetzt hier im Müll. Das sieht gut aus. Hier ist am meisten Platz. Tschüss Müll. Was ist denn das? Oh, die ist aber nett. Guck mal, Britney Spears ist auch am Start. Wir suchen uns jetzt ein Plätzchen, wo wir die Forschung vorlesen können. Am besten im Müll. So, wir stehen jetzt hier bei der Mauer, bei den Biotonnen. Denn ich habe gehört, Zygarde ist ein Klimakleber, ein Umweltaktivist. Pokémon. Immer noch. Möchte kurz mal hier bei meinem Spielebildschirm auf die Spezialforschung gehen. Und jetzt habe ich schon das erste Problem. Ich wollte die doch ab 10 Uhr anfangen und spielen und zeigen. Es hieß ja auch, ab 10 Uhr ist die Spezialforschung da, aber irgendwie gegen 23 Uhr gestern war die wohl schon im Beutel. Und wenn man gespielt hat, wurden auch schon Aufgaben gelöst, die man eigentlich noch gar nicht lösen wollte, weil man die erst heute früh lösen wollte. Ich habe jetzt auf dem anderen Handy die Forschung, beziehungsweise ein Screenshot davon, von A bis Zygarde 1 von 6. Die erste Aufgabe wäre gewesen, laufe 1 Kilometer. Die zweite, fange 10 Pokémon und verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon. Das ist alles recht einfach. Das können wir auch jetzt hier direkt abholen. Dann kriegt man hier auch nochmal 500 Staub am Ende raus. Das zweite Kapitel ist das, was ich jetzt aktiv eigentlich machen muss, weil im dritten gibt es wahrscheinlich schon Zygarde. Wir drücken uns also mal fix durch den Professor. Lande 5 großartige Würfe, verwende 5 Power-Ups bei Pokémon, brüte ein Ei aus. So, hier steht irgendwas, das ist ein Ladybar. Da können wir jetzt mal die großartigen Würfe probieren. Das war zum Beispiel gar keiner. Jetzt ist der auch, komm mal raus, genau, komm raus, du Sau, den braucht man nämlich. Am besten eine Beere füttern. So, hier eine Nana-Beere, da bewegt er sich nicht mehr. Dann könnt ihr gemütlich dann den Ball drauf werfen, 5 großartige Würfe. Die Sonne ist hinter mir, irgendwie blendet es auch komplett aufs Display. Es ist schon wieder alles richtig dunkel, muss man sich wieder anstrengen, dass man was erkennt. Nehmen wir mal, was haben wir noch hier? Ein Vulcano sitzt hier noch. Gehen wir auch mal fix eine Nana-Beere. Suchen hier auch mal den großartigen Wurf zu machen. 10, ach so, das ist ja die, immer noch die Seite, egal. Auf Seite 3 gibt es auf jeden Fall Zygarde. Das wollen wir uns abholen. Ich habe mich gefreut, ich habe gedacht, beim Nudel-Account hole ich mir dann auch Zygarde. Der ist sowieso Glücksfreund mit dem Ramses-Account. Und dann tausche ich mir das einfach einmal Lucky rüber für den Lucky Dex, denn die meisten haben ja sowieso nur eins und wollen das nicht abgeben, wollen das behalten. Wenn du da 2 hast und kannst dir eins noch rübergeben in Lucky, wäre das perfekt. Jetzt habe ich rausgefunden, obwohl es ein legendäres ist, du kannst das nicht tauschen, ja. Du kannst das nicht tauschen und das ist das Problem. Und das macht mich mega traurig. So, Pandir, das ist die 3 von 5. Und weil du es nicht tauschen kannst, muss ich halt jetzt was anderes tauschen, aber mach trotzdem den Spezialtausch, den Glückstausch mit Samyang noch hier in diesem Video. Das muss ich mal kurz bewerten, da bin ich nämlich auf der Suche nach dem 100er. Guck mal nochmal hier rein. 511, das ist schlechter als eben das. Das kann also gar kein 100er sein. Aber der 4. von 5. großartige Wurf. Irgendwas muss ich auch noch pushen. Ich weiß auch schon, was ich dann push. Was jetzt auch letztens erst da war. Ganz frisch und neu. Und ein Shiny Pandir noch aus dem Queststapel rausgezogen. Das ist perfekt. Dann ist ja auch noch ein Shiny drin. Da ist noch daneben geworfen. Mal gucken, ob das jetzt drin bleibt. Jetzt ist hier der Refood-Laster aufgetaucht.
Der nimmt mir wohl jetzt hier meine Mülltonnen weg, oder was? Das geht so gar nicht. Ich brauche noch ein Pokémon. Hallo. Noch ein Pandir. 517, der müsste besser sein als der eben. Und Ball verschossen. Großartig, genau. Fünfter Wurf. Ich glaube, ich laufe mal kurz woanders hin und filme dann weiter, wie ich noch Power-Ups mache. Oder ich mache die Power-Ups, wenn das Ei gebrütet ist, denn wir müssen ja auch noch ein Ei brüten. Gucken noch mal kurz hier rein, es wird immer besser, ist aber immer noch schlecht genug. Denn wir brauchen 5 Power-Ups und ein Ei ausbrüten. Ich guck mal kurz hier rein, was wir da haben. 5,7 von 8, 9 von 12. Ja, ich packe jetzt einfach hier ein 2-Kilometer-Ei rein. Und dann ist das in 2 Kilometern eigentlich fertig und dann können wir die Forschung abschließen und ins dritte Kapitel gehen. So, jetzt sitze ich an meiner gewohnten Hannes-Location, wo ich mit Hannes Mars-Tastings gemacht habe, wenn wir verschiedene Mars-Getränke hatten. Jetzt geht das Ei auf, ich habe das jetzt extra auch mit hergenommen. Drück mal drauf, 2 Kilometer-Ei. Wir drücken nochmal, um die Animation zu überspringen. Da ist ein Sterndu drin. Ich mache das jetzt hier, aber was ist heute überhaupt? Heute ist Freitag, am Samstag geht dann dieses Riolo-Schlüpfe-Event los. Zum Glück habe ich so gut wie nur 2 Kilometer-Eier. Ich werde dann mit der unendlichen Maschine arbeiten, da wird nicht so viel passieren. Denn, ja, 100er Riolo habe ich ja letztens bekommen durchs Tauschen. Shiny Riolo habe ich auch alles da. Ich werde es also langsam angehen lassen. Sterndu hier auch jetzt nichts Besonderes. Oh, da ist sogar noch ein 12-Kilometer-Ei mit aufgegangen. Mit einem Molung drin, jetzt noch ein weibliches. Nee, es ist ein männliches. Es ist ein männliches mit 2 Sternen. Das hat mich überrascht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir können jetzt hier abholen, müssen aber immer noch 5 Power-Ups machen. Und wenn wir jetzt hier reingehen und mal 4 Sternchen eingeben, suchen wir uns irgendwas raus. Dieses Purmel zum Beispiel, was ich letztens erst bekommen habe als 100er. Und da würde ich jetzt mal 5 Power-Ups drauf machen. 1, 2, 3, 4, 5 auf 200. 246 WP. Würde das für den Mini-Cup in Frage kommen mit 500? Wie hoch kommt das? 7, 8, 9. 498 WP für den Minicup als Käfer-Pokémon. Kann bestimmt nichts, ist bestimmt total sinnlos, aber egal. Wir gehen jetzt auf die nächste Seite, nämlich die dritte Seite. Und so lange geht das Video auch bei mir gar nicht mehr. Ich kann diesmal nicht die ganze Forschung machen. Warum, seht ihr gleich. Jetzt kann ich nämlich den Professor wieder wegdrücken. Kann mir hier den Staub abholen, hier nochmal Tränke abholen, Bälle abholen. Und hier kommt jetzt das Zigarde raus. Zirgarde, Zigarde. Die Zigarette kommt hier raus. Da wollen wir mal draufdrücken. Zigarde, Würfel. Begegnung beginnen. Und da liegt der Hund mit 971. Jetzt muss ich mal kurz bei dem anderen gucken. Verdammt nochmal. Der Nudel-Account hatte eins mit 987. Das hatte 2 Sterne mit 12, 10, 14. Das heißt, das hier ist viel schlechter. Wir nehmen jetzt eine silberne Beere. Um Zeit zu sparen, auch gleich eine. Ja, eigentlich hätte man einen grünen Ball nehmen müssen. Das sieht gut aus. Das ist nämlich ein Hund. Wusste ich gar nicht. Hat wohl 3 Formen. Hund, Prinzessin Elisabeth und Transformer Optimus Prime. Das müssten die 3 Formen sein, ja. Welche Form findet ihr am besten? Schreibt es mal rein. Wir versuchen jetzt hier den Hund zu catchen. Und dann habe ich immer noch meinen Spezialtausch übrig. Da könnte ich mir schon mal eine Anfrage schicken selber. 0 R Ramses der Dicke. Jetzt bleib doch mal drin. Du bist doch nur ein Hund. Hat ja irgendwas. Ich denke mal, dem Hannes wird er gut gefallen. Weil der hat dunkle Farben, der sieht irgendwie böse aus. Ich weiß nicht mal, was das für ein Typ ist. Typ Hund halt einfach. Was ist Zigarde? Das könnte Unlicht sein. Unlicht und Gift. Pass auf. Unlicht und Gift, weil es ist ja giftgrün. Wahrscheinlich ist es ein Drache. Nee, es ist kein Drache, es ist ein... Was ist es? Es ist auf jeden Fall ein neuer Pokédex-Eintrag. Wow! Zigarde. Es ist Drache und Boden. Es ist kein Unlicht, okay. 7 Bonbons, 3XL. Wir können bei 50 Zellen, also aufgesammelt, ich sag mal Scherben, sieht aus wie Scherben, also die Form ändern. Die kriegt ihr ja, wenn ihr dann irgendwelchen
Ruten folgt. Das Problem ist, hier werden keine Ruten sein. Wenn ihr jetzt nämlich ins nächste Kapitel geht, Folge 3 Ruten, fange 20 Pokémon beim Folgen von Routen. Wenn ihr also eine Route ablauft und dabei Pokémon fangt, zählen die dafür dazu. Und finde eine Zygarde-Zelle, die ihr, wenn ihr Routen ablauft, auch finden könnt. Das sind dann so grüne Schimmer auf dem Boden, die ihr aufsammeln könnt. Wenn ihr jetzt hier aber drauf geht, auf Route, sieht man, es gibt keine Routen in der Nähe. Und das ist das nächste Problem. Ihr könnt diese Aufgabe haben und dieses Routen-Feature für Zygarde und alles nutzen, aber wenn keiner eine Route erstellt hat, dann könnt ihr auch keine Route anwählen. Und es kann ja auch noch nicht jeder eine Route erstellen. Das heißt, ihr müsst darauf warten, bis jemand eine erstellt, könnt die dann ablaufen, könnt dann vielleicht so eine Scherbe finden, ein bisschen was aufsammeln, dann die Form ändern. Die Leute also in Großstädten, wo viel los ist, haben wieder den Vorteil, die Dorfspiele haben wieder den Nachteil, weil da wird halt auch wieder nichts sein und viele sind jetzt bestimmt schon wieder unterwegs nach New York und werden da eine Route nach der anderen ablaufen, sich die ganzen Scherben von Zygarde in den After und dann, ey, richtig cooles Feature wieder mal. Ich möchte jetzt aber noch meinen Spezialtausch machen, meinen Glückstausch mit der Nudel. Das heißt, ich gehe mal hier drauf, lande jetzt hier, suche mir jetzt ein Anego, denn ich bin ja gerade noch auf der Suche nach dem 100% Anego. Nehme auch eins mit Wetterbrust. So, der hat eine Wetterbrust und wir geben mal ab das Sterndo, was wir eben bekommen haben, weil was die Nudel bekommen, ist eigentlich komplett egal und hoffen jetzt 28-21, dass wir ein 100%iges Anego bekommen. Über 600 Raids habe ich gemacht. Leider kein 100er dabei. Ich habe über 3500 Bonbons, glaube ich, XL. Ich könnte eine 6er Armee hochziehen auf 50. Und es hat 27,98. Das ist schlecht. Das hat 15 Angriff, das hat 3 Sterne, aber das reicht mir nicht. Wir haben 3647. Schmeiß mal weg. Haben auch keins dazu bekommen und ja, ich kann mal kurz gucken, was Sterndo hat. Sterndo hat jetzt 3 Sterne mit 12, 12, 13, das ist eigentlich auch schlecht. Und die Forschung muss ich irgendwann mal weitermachen oder für mich halt machen. Wie gesagt, ich habe keine Route hier, ich habe das Zygarde jetzt hier. Wie gut war euer Zygarde? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe meins, glaube ich, noch gar nicht bewertet. Ich muss mal drauf drücken, um das zu bewerten. 971, so. 2 Sterne, 10, 11, 11. Ich glaube 10, 10, 10 wäre das schlechteste gewesen, was man kriegen kann. 10, 11, 11. Das ist wieder mal perfekt. So gut war mein Zygarde. Wie gut war eures? Schreibt es in die Kommentare. Bin ich mal gespannt. Und wer hier seine Form als erstes wechselt, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.